Angeblich geschah auf Burg Frankenstein vor fast 200 Jahren schon einmal etwas Grausiges. Der verrückte Wissenschaftler Viktor Frankenstein soll hier das gleichnamige Monster erschaffen haben. Diesmal jedoch hat es die Polizei mit einem wahren Kriminalfall zu tun. Einem Pilzsammler war hier ein verdächtig verpackter Gegenstand aufgefallen. Die herbeigerufene Polizei öffnete das Paket und fand einen menschlichen Körper, ohne Kopf, ohne Beine. Wessen Leiche es sein könnte, ist unklar. Auch das Motiv ist der Polizei ein Rätsel. Und ob Mann oder Frau, darüber machen die Beamten keine Angaben. Klar scheint nur, der oder die Täter müssen den Torso schon vor längerer Zeit dort abgelegt haben. Jetzt werden die menschlichen Überreste untersucht. Im hessischen Mühltal in der Nähe Darmstadts gelegen, bietet Schloss Frankenstein unter anderem Horrorpartys zu Halloween oder Gruseldinners an. Dracula, Jack the Ripper und auch Frankensteins Monster spuken immer wieder durch die Gänge, um die Besucher zu erschrecken. Jetzt hat das wahre Grauen die Burg erreicht. Nach dem Leichenfund ist das berühmte Gruselschloss um eine makabre Geschichte reicher.